Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr seht's schon. Ah, jetzt bin ich rumgelaufen. Nein! Ihr seht schon, um den geht's hier heute. Beziehungsweise um diese Unique Elite. Ihr kennt das vielleicht manchmal oben auf der Karte. Ich werde dazu mal was einblenden. Ich kenne die mal eben gerade. Solche Sternchen, die aufploppen. Und das sind solche Named Bosse. Hier zum Beispiel die Brutmutter. Das sind also Bosse, die in der Welt auftauchen mit einem eigenen Namen und einem eigenen Drop. Und darum geht's heute. Und zwar können diese Gegner Items fallen lassen, Stachel der Brutmutter, die eine Gegenstandsmacht von über 820 haben. Nur diese Unique-Gegner, also diese Elite-Gegner mit einem Namen, können diese Items fallen lassen, die mehr als 820 Gegenstandsmacht haben. Insgesamt gibt es 20 in Sanctorio. Also auf der gesamten Map gibt es 20 Stück. Ich werde die mal hier einblenden, die ganze Karte, wo alle sind. Und ich habe schon ein paar gesammelt. Hier zum Beispiel Ring des gesplitterten Holzes. Da muss ich so einen großen Holztypen besiegen. Einmal Zauberstab von Abe Mari. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist so ein Geist, was aus einer Statue rauskommt. Dann noch Handwickel des Ausgestoßenen, Stachel der Brutmutter hatte ich schon mal gemacht und nochmal Stachel der Brutmutter. Und zwei Sachen, alle Items von diesen Named-Gegnern können zwar über 820 Gegenstandsmacht haben, umso höher euer Level ist und natürlich Weltstufe 4, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, so einen zu bekommen. Aber zusätzlich gibt es auch einen kleinen Nachteil und zwar, seht ihr das hier schon, diese Waffen und Items haben nur drei Aspekte. Aber immer die gleichen, wie ihr seht, ne? Hier Stachel der Brutmutter, hier Stachel der Brutmutter. Ist quasi wie ein Unique-Item, würde ich sagen. Ja, doch, so kann man es eigentlich sagen. Unique-Item, was bis 845 Gegenstandsmacht gehen kann, aber nur in Anführungsstrichen drei Aspekte hat. Und ich würde sagen, wir suchen einfach mal noch ein und versuchen, über 820 Gegenstandsmacht zu bekommen. Außerdem kann man auf jeden Fall sagen, dass die Dinger respawnen. Also nicht auf jeden Fall, die Dinger respawnen. Und das sage ich, weil ich habe schon länger geplant, ein Video zu machen über Daily Tasks. Also Dinge, die, wenn man sich einloggt, auf jeden Fall machen kann. Sowas wie zum Beispiel Named Elite Gegner, die Monstrosität, die fünf grausige Gaben gibt und. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man daily machen kann. Da wird bestimmt auch mal ein Video von kommen, zu kommen von mir. Aber sowas könntet ihr auf jeden Fall jeden Tag mal abchecken oder alle paar Stunden, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr machen sollt. Checkt die paar Locations ab, wo ihr Items haben wollt. Unten, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, aber ich werde euch unten mal den Link reinpacken, wo ihr seht, welche es alle gibt. Da könnt ihr dann selber draufklicken und schauen, was wo gefällt und was ihr eventuell brauchen könntet. Und wir gehen jetzt hier zu einem hin, wo ich weiß, dass hier eigentlich einer ist. Normalerweise, da seht ihr schon oben, ne? Seht ihr diesen Stern, der so aufleuchtet? Und das heißt immer, dort ist ein Named Elite-Gegner. Also ich spiele seit 2 Monaten und ich wusste nie so genau, was dieser Stern ist. Ich wusste, da ist irgendwie ein Elite-Gegner oder ein Boss, aber ich wusste nie, dass das so ein Named, so ein besonderer Unique-Gegner ist, der ein Unique-Item fallen lassen kann. Und hier haben wir zum Beispiel Jüngerin der Dunkelheit, Sir Li Lynna. Die killen wir mal eben. Leider kein Drop. Also so kann es natürlich auch sein. Die geben nicht immer zu 100% einen Drop. Die können einen Drop geben. Und der kann über 820 Gegenstandsmacht haben. Ich würde sagen, ich suche mal eben noch einen. Es gibt nämlich noch einen hier. Da müssen wir gar nicht so weit laufen. Ich würde sagen, da, obwohl ich kann nicht auch porten. Porten ist besser. Hier oben ist auch nochmal einer. Den habe ich eben auch schon mal gemacht. Das war der mit dem Dolch, glaube ich. Ist so ein Bandit. Und ja, da, also das ist eigentlich schon das ganze Video. Ich werde mir den jetzt hier nochmal eben angucken. Ich würde mich extrem über ein Follow auf dem Kanal freuen, Leute. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, ich bin jetzt gerade und auch jeden Tag auf Twitch live. Einfach mal unten den Twitch-Link abchecken, dort vorbeischauen. Wir machen eigentlich jeden Tag mit der Community. Wir haben ja auch einen eigenen Clan. Da kann ich auch mal Werbung für machen. Hier, Delu Team Diablo. Haben auch einen eigenen Clan, der sehr aktiv ist. Und machen mit dem Clan und mit der Community dort immer Nightmare Dungeons. Da oben ist der Vielfältige. Übrigens auch Boostings für Clan-Mitglieder.
Und wie gesagt, laufen halt auch zusammen Nightmare Dungeons. Und wenn ihr da dabei sein wollt, auf jeden Fall mal Twitch abchecken. Leider kein Item bekommen, oder? Ich habe nichts droppen sehen, oder? Hier, druidischer Segelring, ist er das? Ne, das ist er nicht. Würdet ihr ja immer sehen, weil der hat nur 3 Aspekte und nicht 4 Aspekte. Aber ja, das war's. Ich würde mich sehr über ein Like freuen auf dem Video. Wie gesagt, und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Macht das auf jeden Fall. Checkt mal die ganzen Locations ab. Vielleicht ist was für euch dabei. Es gibt einen Crossbow, der extrem geil ist, den man benutzen kann für einen Jäger. Einfach mal abchecken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.